Nach einem privaten Treffen in Potsdam von AfD-Mitgliedern, CDUlern und dem identitären Martin Sellner veröffentlicht Korrektiv eine Recherche. Die Medien sind empört und berichten über Vertreibungspläne und millionenfache Deportationen, die angeblich im Geheimen geplant worden wären. In zahlreichen Städten rufen Aktionsbündnisse, Politiker, Schulen und Journalisten zu den Demonstrationen auf. Tausende gehen auf die Straße gegen die AfD, gegen Rassismus und eben gegen rechts. Auch für heute sind rund 30 Demonstrationen gegen rechts angekündigt. Heute wieder eine große Demonstration gegen rechts. Eine Demonstration gegen rechts erwartet. Gesicht und Flagge zeigen gegen rechts. Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zeigen hier heute Flagge gegen rechts. Die Demonstranten in München wollen ein deutliches Zeichen setzen gegen rechts. Deutschland steht auf gegen rechts. Jetzt wollen wir gegen rechts aufstehen. Demonstrationen gegen rechts. Kein Platz für Nazis. Kein Platz für rechte Hetze. Das ist kein Platz für Hass und Hetze in diesem Land. Es ist immer klarer geworden, dass die Rechtsentwicklung wirklich bedrohlich ist. Um Flagge gegen rechts zu zeigen. Und auch Kante gegen rechts zeigen wollen. Rund 60.000 Menschen gegen rechts auf der Straße. Weitere Demonstrationen gegen rechts. Und wir wehren uns heute gemeinsam gegen die Menschenfeinde. Wir wollen kein Rechts hier in Deutschland, wir wollen kein Rechts in Köln. Für die Demokratie und gegen rechts. Ein Bündnis gegen rechts. Laut gegen rechts. Für die kommenden Tage sind weitere Proteste gegen rechts angekündigt. Es ist überwältigend, welche Menge hierher gefunden hat, um die Stimme zu erheben. Gegen die Gefahr von rechts. Und noch etwas lässt sich an diesem Tag noch nicht absehen, ob die Protestwelle gegen rechts von Dauer sein wird. Rechts, rechtsextrem, rechtsradikal. Ist das alles das Gleiche? Ja, was hier passiert, passiert nicht zufällig. Der Begriff rechts wird von der Bundesregierung und all ihren angeschlossenen Aktivisten und auch sehr, sehr vielen Medien, besonders den öffentlich-rechtlichen Medien, ganz bewusst gleichgesetzt mit dem Begriff rechtsextrem. Wir erleben im Moment in nahezu allen deutschen Städten die Demonstrationsaufrufe gegen rechts. Nicht gegen rechtsextrem, sondern gegen rechts. Und auch die Bundesregierung ruft genau mit diesem Wording dazu auf. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der immer wieder diesen Begriff benutzt, gegen rechts. Warum macht die Bundesregierung das? Ganz einfach. Sie versucht, den politischen Gegner, den legitimen politischen Gegner, vor allem die CDU, zu vermischen mit dem Thema Rechtsextremismus. Das, was hier passiert, ist eine ganz, ganz klare Taktik der Einschüchterung und Demobilisierung. Wer mit dem Gedanken spielt, nicht links zu sein, wer mit dem Gedanken spielt, rechts zu wählen, die CDU, aber eben auch die AfD, der soll eingeschüchtert werden. Und die Regierung versucht gerade, Stimmung zu nutzen, um CDU und AfD im Prinzip zu einem zu verschmelzen. Der Grund dafür ist relativ leicht durchschaubar. Die Regierung hat kein erkennbares Thema mehr, mit dem sich Menschen mobilisieren lassen. Kein inhaltliches Thema mehr. Also geht sie tatsächlich in diesen politischen Kulturkampf. Man merkt, es ist wie im Kaninchenbau. Alle haben irgendwie eine Pille geschluckt, sind in einem psychotischen Zustand, in Hypnose und gehen auf die Straße. Und wie der eine junge Mann es ja auch gesagt hat, glauben sie ja wirklich daran, dass sie da jetzt was Gutes für die Demokratie tun, dass das ein ganz wichtiges Anliegen sei, dass sie irgendwas retten. In Wirklichkeit ist es aber ersetzbar, wahllos, willkürlich geworden. Dieser Begriff ist total entkernt, er steht für nichts. Du hast quasi einen linksliberalen Mainstream oder einen linken Mainstream, der alle Meinungen, zu denen ja auch konservative Meinungen und liberale Meinungen gehören, weil das ist das politische Spektrum, das rechte Spektrum, einmal mit Nazis gleichgesetzt werden. Und dadurch ist für dich persönlich als Individuum es eigentlich nicht mehr möglich, rechts zu sein. Das bedeutet, liberal zu sein oder konservativ zu sein. Du musst also auch auf der linken Seite stehen. Du musst jetzt auch die Ampel wählen oder sagen wir mal SPD und Grüne. Und das ist eigentlich schon bezeichnend dafür, dass man versucht, eigentlich alles, was konservativ ist, irgendwie unter Verdacht zu stellen. Also eigentlich ist links das einzig Akzeptierte und alles, was sich so ein bisschen von der Mitte an nach rechts bewegt, inklusive der böse neoliberalen FDP, steht eigentlich so ein bisschen unter Verdacht. Man kann es möglicherweise noch dulden, ist aber eigentlich nicht das Wahre. Und deshalb erstaunt es auch nicht, dass die Verbotsdebatte da ganz schnell aufmunitioniert wird und auch so ein bisschen gegen die
Union mitgeführt wird. Jens Spahn musste sich bei Maybrit Illner auch immer mit Merz-Zitaten konfrontiert sehen, die so ein bisschen insinuieren sollten, ja, wer kleine Paschas sagt oder wer Sozialtourismus sagt oder Anti-Abschiebeindustrie, der ist auch so ein bisschen auf der Spur von Hass und Hetze. Und wer das gründlich beenden will, der muss eigentlich gegen alles kämpfen, was nicht links ist. Und dieses Missverhältnis spüren, glaube ich, sehr viele Leute. Und deshalb fruchten diese Demonstrationen aus meiner Sicht nicht wirklich. Zumindest in den Umfragen sind sie bisher nicht relevant. Immer wieder sieht man fragwürdige Gruppierungen. Einige werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Antifa-Flaggen? Extremistische Parolen? Aufrufe zur Gewalt? Jetzt ermittelt sogar die Polizei. Hier marschiert die bürgerliche Mitte mit Extremisten. Warum werden Verfassungsfeinde auf diesen Demos geduldet? Also die Grundregel des Demonstrierens, die uns in den letzten Jahren eingebläut, eingeimpft im wahrsten Sinne des Wortes und eingehämmert worden ist, lautet: Man muss schon darauf achten, mit wem man da Seite an Seite marschiert. Ich habe dieses Argument nie wirklich für voll nehmen können, aber es ist ja, das muss man einmal festhalten, die Regel, die von den politisch Mächtigen, von der herrschenden Elite in diesem Land selber aufgestellt worden ist. Und in einer Demokratie sollten Regeln grundsätzlich immer für alle gelten. Und das, was wir bei diesen Demonstrationen gerade erleben, ist, dass eben diese Regel nicht für alle gilt. Während Demonstrationen im rechten politischen Spektrum, im vollkommen legitimen rechten politischen Spektrum, sozusagen der Extremismusverdacht ständig untergejubelt worden ist, von Migration über Corona bis hin zu den Bauerndemos, wo immer jemand es gewagt hat, gegen die Regierung zu demonstrieren, ist er sofort unter Extremismusverdacht gestellt worden. Beobachten wir auf der linken Seite, dass nicht der Extremismusverdacht, sondern der nachgewiesene, erkennbare und flaggenschwenkend marschierende Extremismus schlichtweg ausgeblendet wird. Diese Demonstration, auf denen natürlich extrem viele Menschen sind, die sehr lautere, sehr hehre Absichten haben, die Sorge um Deutschland haben, völlig legitime Sorgen. Jeder Mensch darf solche Sorgen haben, die ein Zeichen tatsächlich setzen wollen, wie es so schön heißt, gegen Rechtsextremismus, die Rechtsextremismus fürchten. Aber diese Leute marschieren Seite an Seite mit dem wirklich übelsten, gewalttätigsten und verfassungsfeindlichsten, was das politische Spektrum in Deutschland zu bieten hat. Insofern ist diese Debatte darüber, dass man gucken soll, wer neben einem läuft, ist einfach eine Illusion. Wie auch insgesamt diese Redewendung, die gesellschaftliche Mitte. Jeder beansprucht für sich gerne die gesellschaftliche Mitte. Aber in Wahrheit sind wir eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Wenn wir uns angucken, dass bei den Landratswahlen in Thüringen oft jetzt erst kürzlich 48-52% stehen, dann ist da eine tiefe Spaltung. Und in Wahrheit demonstrieren hier Lager gegeneinander, die eigentlich alle zueinander gehören. Insofern sind die Linksradikalen nicht so weit weg von den Linken, die dort demonstrieren. Linksextremismus war, glaube ich, vielleicht vor meiner Zeit, bevor ich geboren wurde, mal ein politischer Feind. Wo dann auch, von mir aus fing es an bei Linken, die Studentenproteste oder so, die auch von mir aus brutal niedergeschlagen wurden. Aber irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt fing es an, dass Linksextremismus eigentlich gar nicht als Extremismus dargestellt wurde oder wahrgenommen, sondern eher als, ja, das sind einfach Menschen, die sich eben für die Demokratie einsetzen oder für die Rechte von marginalisierten Gruppen. Und dafür ist jedes Mittel in Kauf zu nehmen. Und das Ähnliche ist ja auch passiert bei den Palästinenser-Demos oder bei den Anti-Israel-Demos, dass die extrem schnell gekapert wurden von Extremen. Und ja, also Linksextremismus ist Extremismus und meiner Meinung nach sollte man es genauso verurteilen wie Rechtsextremismus. Den ganzen Film zu den Anti-Rechts-Demos findet ihr bei news.de.